switchen wir mal hier hin. Okay, ich lasse jetzt schon ein Like da. Einfach nur, weil sie diese ganze Aktion hier so supporten. Das ist mir scheißegal, ob das Video gut oder kacke ist. Allein für den Support. Allein für den Support. Bibi sammelt Geld für Monopoly. Featuring Dummer Bockblind und Ufuk. Oh boy. Für die Gang, für die Gang. Wenn diese Ausbisser scheint, sind... Oh, mega! Bester Mann! Ja. Was anderes. Oh, Mini-Pilz. Ich denke, damit kann man arbeiten. Eine Idee habe ich noch. Gebt mir mal einen kurzen Moment. Bruder? Ein YouTuber wie dich gibt es nur einmal auf ganz YouTube. Hier ist gerade eine Frage. Ist es eigentlich weird für dich, dich selbst zu sehen? Nee, gar nicht. Es gibt ja manche Menschen, die sagen, sie haben irgendwie ein Problem damit, ihre eigene Stimme zu hören zum Beispiel. Oder dass sie sich auf Fotos oder Videos nicht gern selber sehen. Ich glaube, nach 5,5 Jahren YouTube ist man es einfach gewohnt. Und ich muss sagen, das ist für mich einfach, diese ganzen Videos anzugucken. Ist natürlich auf der einen Seite super unterhaltsam, weil ich ja nicht weiß, was die für Edits machen. Und auf der anderen Seite ist es auch einfach so ein Recap. So, stimmt, das war ja vor einem Jahr. Weil wenn man so viele Videos macht und so viele Streams produziert, da bleibt nicht mehr alles im Gedächtnis. Und das ist einfach wie so ein, ja, ein Blick in seine eigene Vergangenheit. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ich grüße Sarah, Randy, Francesca und meine Schwester Laura. Jetzt stellt sich so raus, Laura 12 Jahre alt. Sie ist 12, nicht 18. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich finde Mario Kart Double Dash nicht sonderlich gut. Ein paar Sekunden später. Mario Kart Double Dash ist super. Du hast keine Hilfe. Oh, Leute. Ich habe hier einige Fortniter drin. Nee. Die Viren kommen mir nicht auf meine Switch. Okay, einfach im Stream. Fortnite. Konzentration, Geist. Oh, sehr schön. Oh Gott, ich habe ja Monopoly gespielt. Nein! Junge, macht das Spaß! Ich war noch nie in meinem Leben high und ich werde es auch nicht sein. Er ist höchstens besoffen! Ich hab keinen Bock mehr! Natürlich! Ich lauf 35 Mal um dieses Feld! Bleche! Handel ist der Motor der Geschäftswelt! Es wird Zeit für eine stabile, runde Monopoly. Krankenhaus! Alter. Wenn ich Monopoly spiele, bin ich einfach noch schlimmer, als wenn ich Smash Football spiele. Ich erkenne mich ja teilweise selber nicht wieder. Ich nehme den Pinguin, weil der Pinguin Baba ist. Krankenhausgebühren! Rosen sind rot, gelb ist die Biene. Ich kann nicht reimen. Wasch mal Biene. Nie wieder. Also, bevor ich Monopoly irgendwann nochmal als Wetteinsatz oder als Versprechen äußere, da müssen ja 7-stellige Beträge gespendet werden. Ich hasse dieses Spiel. Hallo Freunde, was geht? Wie es aussieht, haben mich die Monopoly-Thematiker bekommen. Schaut euch mal bitte diesen Tisch an. Die Räume zugemüllt vom Keller bis zum Dach. Wie viele Süßigkeiten habe ich da geschickt bekommen? Junge, das war alles in einem Paket drin, soweit ich weiß. Warum soll ich denn auf CEO reagieren? Wir können es mal machen. Ich fühle diese Videos von ihm irgendwie nicht. Er hat nicht meinen Humor. Ja! Also, hast du Bock, heute mit mir zu bumsen? Aber du hast doch Delia als Freundin. Ja, aber die taugt irgendwie gar nichts im Bett. Also? Okay. Wer rastet, rostet. So wie der Boden der Arena. Essen ja. Geil, Alter. Ich liebe geiles Video. Ich liebe es, diese Blicke in die Vergangenheit einfach. Das ist so cool. Bowie, ultra stark. Wirklich ultra stark. Wir machen gleich noch weiter, weil ich gerade noch esse. Wir machen einfach instant bei Ufuk weiter. Bibi hat im Vietnam gedient. Oh boy, was war so das? Alles ein Geben und Nehmen. Wie 69. Und was willst du nach dem Dinner machen, Schatz? Ich möchte natürlich smashen. Junge, ich feier das, dass ich immer wieder die gleichen Sachen witzig finde, wie in der Reaction. So, versteht ihr, was ich meine? Den gibt's schon so lang, aber immer wieder, wenn er kommt, muss ich übelst lachen. Zu der Zeit, als ich mit diesem, wir treffen uns safe nächstes Jahr auf der Gamescom, wenn du da bist, ich werde da sein. Ich glaube nicht. Eine Legende besagt, dass sich jetzt Domi und Hike mit Mülltonnen bewerfen. Ja, das habe ich auch gehört. Auch seine Perle wird noch merken, was für ein Versager er ist. Was machst du eigentlich gegen potenzielle Müdigkeit? Gar nichts. Ich habe die letzten Jahre da schon alles probiert von, was weiß ich, exzessiv. Oh. Es gibt nichts dagegen. Als ob ich das gesagt habe. Oh, ich muss mich mal kurz umbringen, Guys. Das mit den 10K ist. Hast du schon mal Lippen-Sparkling getrunken? Find ich besser als Spezi. Okay, Bruder, geh raus. Die Frage mit der Nacht. Pass auf, Digi. Ich bin American Sniper. Ich mit dir. Ab in den Himmel. Ich habe in Vietnam gedient. Ich habe echt eine bessere Zeit, Junge. Aber... Das ist so
so dumm, ne? Ist diese ganze Sache mit Domi. Ich halte ja eigentlich komplett meine Schnauze. Aber in diesen Best-ofs kommt das immer und immer wieder vor. Und ich kann halt einfach nicht leugnen, dass es lustig ist. Da könnten auch andere Fressen sein, so, ne? Aber es ist einfach witzig. Die Best-of-Szene baut sich da einfach ihre eigene Geschichte. Und ich sag so, okay. Der Typ wird mir einfach Geld über... Alter! Digga, was ist das für eine Frisur? Bruder, das ist... Was ist da denn passiert? Ich sehe aus wie so ein Forscher, dem sein Experiment um die Ohren geflogen ist. So, herzlich willkommen zu Mario Kart 7. Bumst dich mies von hinten durch. Das war's dann auch mit der Monetarisierung. The only way to truly kill a bed bug is to... Atombombisieren, weggucken. Warum? Euer Ehren, hier hat jemand dem Video noch keinen Daumen nach oben gegeben. Somit verstößt er gegen den Paragraph 0947 und gehört somit hinter Gittern. Schuldig. Ficken, lol. Es ist geil, Money in einer alten Hose zu finden. Was ging damals bitte in Jackbox ab? Das ist ja... Bitte YouTube, cancel diesen Stream. Okay. Das ist meine erste Spende. Bruder, was habe ich da eingetippt? Ich lebe meinen Traum und es gibt... Alter, kranker Track, wer hat den geschrieben? Ich würde eigentlich auch noch gerne das Video von Bocky gucken. Komm, let's do it. Feuer frei. Ejakulationsblockade. Wenn du nicht ejakulieren kannst und dann staut sich alles an und machst so BAM, Alter, dann explodierst du. Bruder, was habe ich da gelabert? Nebel, dein Auto ist kein richtiges Deutsch, sagst du, nachdem du gerade in Nonnenbox dich tot AMK gelesen hast. Testen Pelikan. Nein, Pelikan ist keine Todesursache. Are you sure about that? War ich Pig? Wieso bin ich denn Pig? Lol, ich bin ja wirklich Pig. Okay, jetzt aber auf jeden Fall Bonotitel. Dicke Dinger drücken Dicks. Dick sucking Basti Bitch. Or the Explorer. Nein. Mehlschelle schadet mein Zumokasmus. Bruder, ist der beste Bonotitel überhaupt. Digga, was haben wir? Was haben wir in der Nacht für Dinge getan? Ich bin gerade massiv verstört von uns, Freunde. Okay, ist die Rebel King Olli. Wer ist King Olli? Sie sind nicht mehr 12. Nein, nein, nein! Oh mein Gott, ist der groß! Das ist so... Nein, wenn der jetzt ein Tor macht... Er ist schon wieder am Mai vorbeigesegelt! Kannst du mir erklären, was hier los ist? Bruder, was stimmt nicht mit dir? Boah, ausgewichen. Der Torwart in meinem Tor ist nicht existent. Es ist eine Fata Morgana aus der Wüste Gobi, der sich hier in meinem Tor nicht... Digga, geh in die Wüste Gobi, aber verzieh dich aus meinem Tor. Tiki-Taka. Aua. Natürlich, das ist ein Tor. Nein, mein Tor ist ein Tor. Ich fühle die Emotions einfach so böse. Tor. Nee, doch. Nee. Die kriegen immer den Nachschuss. Bruder, ich... Dieser Hübi ist gefüllt mit Schmerz und Wut. Alter, die Heizung rattert seit 20 Minuten. Hübi Charity für Kinder in Armut. Lass uns ihnen helfen, weil sonst einfach niemand tut. Hübi Charity, mehr als nur ein Livestream. Gutes tun ist einfach, nutzt die Chance, ergreif sie. Ich werde nächstes Jahr auf der Gamescom sein, yes. Und ich werde wahrscheinlich alle Tage da sein. Ja, ja, wahrscheinlich. Bruder, der Schmerz sitzt tief. Welches Mitglied der Skurcrew ist deiner Meinung nach eigentlich der größte Sohn? Kann ich nicht sagen. Kommen alle aus demselben Loch gekrochen. Das glaube ich nicht. Fehler bei der... Lasst uns Karaoke singen und das Ganze noch... Cringe-Fest. Was heißt hier, dass mein Karaoke Cringe-Fest ist? Was soll das bedeuten? Ich mache wunderschöne Musik. Das macht niemand außer uns. Ja, was soll ich sagen? Insane einfach nur. Ganz, ganz großes Kino. Alle drei. Also man merkt mittlerweile eigentlich, qualitative Unterschiede sind mittlerweile kaum noch vorhanden. Die haben alle drei ein Niveau drauf. Das ist unfassbar. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich hab's böse genossen. Einfach nur crazy. Ich werde zu den ganzen Leuten auch nochmal im Jahresrückblick dann nochmal was Eigenes sagen. Deswegen will ich mich jetzt hier nicht zu häufig wiederholen. Aber was die für einen Support da lassen. Wie wichtig die auch einfach auf meinem YouTube-Weg sind. Ich bin ihnen da wirklich, wirklich krass dankbar. Muss ich so zugeben. Ja, ohne die wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Muss man einfach an der Stelle so sagen.